Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid. Heute werden wir zusammen ein Video mit PowerDirector erstellen. Viel Spaß! So, ich habe den PowerDirector schon direkt geöffnet. Und dann schauen wir jetzt direkt mal, dass wir uns ein paar Dateien dort reinziehen. Also man kann hingehen und kann sich die Dateien über die einzelnen Fenster reinziehen. Ne? Ihr habt hier Medieninhalte, Farbkarten, Hintergründe, Soundclips, könnt alle möglichen Sachen machen. Ne? Sehr vieles könnt ihr da gestalten. Also da gibt es so einiges. Ja, okay, da ist jetzt nichts hinterlegt. Ja, gut, ihr könnt auch selber aufzeichnen. Ihr könnt Ton aufzeichnen. Dafür habe ich jetzt zum Beispiel hier mein gutes Mikro. Und ja, also ihr habt jede Menge Möglichkeiten. So, ich gehe jetzt hin und habe mir schon meine Datei geöffnet von Südfrankreich. Und wir machen jetzt, ja, wir machen jetzt mal das Camargue-Video. Die meinen Kanal schon kennen, die wissen ja, dass ich die Camargue total toll finde. Und ja, ich habe noch mal so ein paar Aufnahmen gemacht, so mit Pferdchen und anderen Tieren. So, die ziehe ich mir jetzt einfach erstmal hier in die Übersicht rein. Also ich mache das am liebsten so. Das ist für mich immer so, ja, am einfachsten. Oh mein Gott, das war laut. Ein Fehler ist aufgetreten. Ja, so wollen wir das natürlich nicht. So, genau. Ich hoffe, für euch war das jetzt nicht so laut wie für mich. Oh, das Fenster wollte ich jetzt nicht. Ich wollte hier das. So, ja. Was haben wir hier? Was ist das? Oh, meine Güte, hoffentlich war das nicht so laut wie für mich, das jetzt gerade hier so geschaltet hat. Ich mache mal hier das leiser. Ich habe mich meine Kopfhörer über das Mikrofon. So, ich hoffe, das ist für euch jetzt nicht so laut gewesen. So, dann nehme ich mir die auch mal rüber. Ich weiß zwar noch nicht, ob ich all die Daten benutze. Das sehen wir dann mal. Ja, was haben wir hier? Ah ja, genau, wir haben hier die Festung aufgenommen. Das wäre natürlich auch wichtig zu zeigen. Was ist das? Jawohl. Genau, das nehme ich auch mal mit. Also manchmal nehme ich mir auch mehr Dateien mit rüber, die als ich eigentlich vorhabe. Das nehme ich noch mit rüber. So, hier das Video, das haben wir ja schon erstellt. Das ist die verlassene Diskothek. Was haben wir hier? Ah, ja. Das war leider ein Schuss in den Ofen. Die Abtei, da hätte man richtig viel Geld für zahlen müssen. Und da ich noch nicht zweitgeimpft war, konnte ich nicht mit ja, reingehen ohne frischen Corona-Test. Ja, und dann haben wir es halt ganz gelassen. So, dann gucken wir mal, was wir hier Schönes noch haben. Ich mache ja am liebsten immer noch ein paar Fotos. Gucken wir mal. Mein Mann hatte Bilder gemacht von, genau hier. Da hatten wir wunderschön die Flamingos und auch die Stiere. Ich ziehe das jetzt einfach mal alles hier rüber. Und ja, danach geht es dann los. Hätte ich natürlich eben schon machen können, aber was soll's. Wenn euch das Gelaber zu langweilig ist, könnte ich natürlich auch bei so einem Video Musik unterlegen. Oder ich setze im Hintergrund sowieso Musik, weil jetzt gleich wird es eh etwas ruhiger. Mal gucken. Ja, erzählt mir einfach mal, wie ihr es so findet, ob euch das gefällt, was ich hier so mache, ob ihr das überhaupt interessant findet. Und ja, ob ich gerne öfters mal mehr solcher Videos machen soll, kann, darf. Ich habe gedacht, ich mache jetzt einfach mal. So, jetzt gucke ich mal, ob ich noch irgendwas übersehen habe. Hier haben wir auch noch Pferdchen, aber das waren auch Camargue-Pferde. Das waren auch alles Camargue-Pferde. Genau. In der Camargue, da kann man ja so schön reiten. Und genau, hier ist die Festung. Jawohl. Ja, und dann haben wir natürlich die alte Disco, die ist halt auch in der Camargue. Die setze ich auch mal mit rein. So. Genau. Wie fandet
dir eigentlich das Video vom Ingo, was der gemacht hat, von der alten Disco? Würde mich ja mal interessieren, ob ihr gerne öfters mal sowas auf meinem Kanal sehen möchtet, weil Lost Places gibt's ja en masse. Wenn euch das gefällt, können wir ja gerne mal schauen. So, wir machen jetzt keine Werbung, ist antialkoholisches Bier. Das ist halt schön süffig. So. Gut. Dann denke ich, habe ich alles rübergezogen, was interessant war. Obwohl, ja, Saint-Marie de la Mer hatten wir ja auch schon ein Video gemacht. Aber vielleicht so 2, 3 Bildchen könnte ich ja noch mal so als Erinnerung oder für die Leute, die jetzt nicht das andere Video geschaut haben, mit reinnehmen. Ich finde, das ist irgendwie der schönste Strand in Saint-Marie de la Mer. Ja, ich nehme mal hier das Bild noch. Und hier, das fand ich eigentlich auch ganz süß. So. Ja, gut. Ich denke, ich habe alles. Ach ja, ganz am Anfang vielleicht nochmal gucken, weil Ingo macht ja immer mit der Digitalkamera Aufnahmen und da sind dann auch schon mal Videos bei. Ist immer so ein bisschen unsortiert. Im Grunde ist es schon sortiert. Also man hat halt als erstes hat man halt die Videos von der Kamera. Ah, hier, da sage ich doch, das ist doch auch eins. Und das hier ist auch eins. Von Hey, die Pferde. Und ja, das glaube ich ist nix. Ah doch. Okay, das ist Aigues Mortis. Und in Aigues Mortis ist halt rund um die Stadt ist halt diese Festung gezogen. Das ist schon cool. So, was ist das? Oh, das nicht. Das gehört nicht dazu. Ja, da wir ja immer Tagesausflüge machen. Die Karawane zieht weiter. Da wir ja immer Tagesausflüge machen, haben wir halt oftmals ja, an mehreren Tagen dann, ne? Gleiche Richtung und die Videos, die setze ich dann halt trotzdem alle zusammen in eins. So, jetzt überlege ich noch. Da muss ich auch noch ein Video von machen. Entschuldigung für den Ton im Hintergrund, aber das ist halt, bevor das Video fertig ist, da kommt dann halt schon mal, ne, unschöner Ton. Die hatte ich eben reingesetzt, die Videos. Ich glaube, ne? Guck noch mal. D1571. Hab ich dich? Sonst muss ich noch mal. D1571, jawohl. Gut. So, jetzt habe ich alle Videos hier und jetzt muss ich erstmal überlegen, wie ich das Ganze aufziehe. Was wäre ein schöner Anfang? Jetzt hängt es an, der Schnauze da dran. Fürchterlich, dass immer, ich muss mir unbedingt mal so ein externes Mikrofon holen mit so einem Sturmhäubchen drauf für meinen Osmi, damit ich dann auch mal den Originalton lassen kann. Wie oft muss ich den Ton wegmachen, nur wegen dem blöden Wind? Auch kein schöner Anfang. Ist auch zu. So, dann machen wir halt. Furchtbar. Ach ja, das war ja das Video, wo ich im Auto war schon. Ich suche noch. Ein Video habe ich gemacht. Das sehe ich hier gar nicht. Da bin ich nämlich zu Fuß durchs Tor gegangen. Was benutzt ihr denn so für Videoschnittprogramme? Würde mich mal interessieren. Was war das? Ah, ist das laut. Meine Güte. Ja, würde mich mal interessieren. Erzählt mir mal, was ihr für ein Videoschnittprogramm benutzt und wie zufrieden seid ihr mit eurem Videoschnittprogramm?
suche ein ganz bestimmtes Video. Da ich ja beim Osmi hingehen kann und Stopp drücken und weitermachen kann, bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Ah, shit. Ich suche ein ganz bestimmtes Video. Wo ist es denn, verdammt nochmal? Kann doch nicht sein. Ja, das ist nicht das. Das habe ich mit dem Osmi gemacht. So ein Video durchs Tor. Sehr seltsam. Vielleicht habe ich auch noch was übersehen. Moment, da muss ich jetzt mal gerade gucken. Ich glaube, ich habe auch noch nicht alle, ne? Bimmelbahn. Ah, ich glaube, das war hier das, oder? Ja, das war hier das. Genau, da war das gerade gewesen. Hier, da. Ja, gut, dann fangen wir damit an. Aber nur mit dem Ausschnitt. So. Teilen. So. Da, 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 da. Einsetzen und alles verschieben. So. So, das ist dann nämlich ein schöner Aufhänger, schöner Anfang. Also wir fahren Aeguas Mortes. Genau. Dann kommt das. Genau. Also gut, ich setze das dann direkt jetzt wieder da drauf. Oder soll ich erst die Pferdchen machen? Okay, das ist eine Einladung fürs Video. Ich würde gern mal ein neues Intro machen. Ich brauche unbedingt ein Intro, was hochwertig ist. Also wirklich hochwertig. Und die Leute... also wirklich anspricht, ne? Was halt so wirkt, dass die Leute sagen, ach toll, ich habe jetzt, da gibt es einen Kanal, ich weiß nur nicht, ob ich das zeigen darf, ich habe einen Kanal, der macht so Lost Place Videos und der macht auch immer vorher, also am Anfang des Videos macht er immer ein kurzes, was in dem Video geschehen wird, ne? So ein Einblick, dass die Leute dann schon gespannt sind und dann hat er ein ganz kurzes, aber sehr, sehr cleanes, hochwertiges Intro, was halt wirklich nicht nervig oder anstrengend ist oder wo man nicht sagt, oh, muss ich mir jetzt das Intro wieder antun und weiterklicken. Ja, also es gibt ja schon Intros, meins zählt auch dazu, die anstrengend sind. Und ja, und sowas hätte ich halt gerne, so ein richtig entspanntes, cleanes Intro, was aber zeigt, ja, Hochwertigkeit. Vielleicht hat ja einer von euch eine Idee. Würde mich ja mal interessieren. Ja, ich würde mich freuen. Sagt mir mal Bescheid. So, also jetzt haben wir hier so ein Stückchen. Da hinten fängt dann das Richtige an. Und dann mache ich so eine richtige Rundfahrt mit Musik und so. Ich werde dann allerdings hingehen und das gleich noch ein bisschen schneiden. Dafür mache ich aber gleich die Tonspur weg, weil die ist ja wirklich unangenehm gewesen. So. Und zwar möchten wir den Leuten ja gerne die gesamte Stadtmauer zeigen. Und das ist dann wieder die Wegfahrt, genau. Die gesamte Stadtmauer von Aeguas Mortes möchte ich den Leuten gerne zeigen, weil ich finde, das hat halt einen Mehrwert. Ne? Also ich mache Videos nicht um, wo ich gerade zum Beispiel dran denke, weil der Chasey hatte letztens ein Video von mir gezeigt und da hat dann der Gartenarsche gesagt, er mag keine Urlaubsvideos, weil wenn man selber nicht in den Urlaub fahren kann, fände er das nicht so schön. Wenn man dann zeigt, hier, guck, wie toll ich es habe. Aber ich mache das ja nicht, um euch zu zeigen, guckt, wie toll ich es habe, sondern schaut mal diesen schönen Ort,
ja, dass ihr den auch sehen könnt, ja, dass ihr auch diese Eindrücke mitnehmen könnt. Das ist so meine Intuition. Ich möchte euch die schönen Sachen zeigen, damit ihr die auch mitnehmen könnt. Man schaut ja im Fernsehen, schaut man sich ja auch so Landschaftsaufnahmen an und Kultur an. Und da gibt es ja auch jede Menge, ne, wo man sich anschaut. Das ist ja dann auch nicht, um zu zeigen, ha, hier, mir geht's gut. Ne, Gartenarsche. Ich weiß, du meinst das nicht böse. Aber ich mein's auch nicht böse. So, gut. Dann war das das. Und jetzt würde ich gerne, jetzt lass mich mal überlegen. Ich mache jetzt hier mal den Clip-Ton leiser. Sonst springt euch das immer um die Ohren. Und dann würde ich jetzt gerne mal gucken, noch so einen kleinen Übergang dann zu den... ist immer noch sehr unangenehm, ne? Genau, machen wir hier den kleinen Übergang, ein bisschen Autofahrt. Zu diesen tollen Pferden hier. Die waren so genial. Da fingen die alle an dem Schilf zu fressen und standen dann Reih und Glied da und waren alle das Schilf am Fressen. Ich fand das so witzig. So, also das möchte ich unbedingt noch zeigen. Das hier weiß ich jetzt gerade nicht. Ich mache mal gerade einfach so vorspulen ohne. Jawohl, dann nehme ich das auch noch. Das finde ich auch noch schön. So. Wie gesagt, ich nehme nicht alle Aufnahmen, die ich hier so... Hiervon ein Stück würde ich gerne noch mitnehmen, damit man sieht, wie so die Landschaft so aufgebaut ist. Klar, ich habe schon öfters die Kammer gezeigt und ihr habt auch schon, also ihr, die ihr ständig meinen Kanal schaut, habt auch schon die Kammer gesehen. Aber ich finde sie einfach toll und ich möchte sie gerne mit euch teilen, ist einfach so. Und es gibt ja auch einige Leute, die es noch nicht gesehen haben. Ne? So, das ist langweilig. Also nicht langweilig in live, aber langweilig jetzt hier so zu gucken. Da passiert ja nichts, das ist ja kein Tier und gar nichts. Da waren ein paar Pferdchen, die könnte ich vielleicht noch zeigen. Ja, mal gucken, wie es gleich aussieht, wenn ich das Video am Schneiden bin. Das da war nichts, das weiß ich schon. So. So, hier das. Setzen wir hier, wo die Pferdchen sind, hin. Das ist jetzt eine Aufnahme vom Ingo, genau, so, und dann, jawohl. So, und dann haben wir ja noch die Bullen, Genau, das sind die Kamarkstiere, die sind da auch überall, die werden leider gegessen, aber so ist das nun mal, ne? Aber sie haben auf jeden Fall ein schönes Leben bis dahin, ne, mit schönen großen Weiden. Und ja, da gibt es Tieren, denen geht es halt noch etwas schlechter, ne, bis dann leider soweit ist. So, jetzt haben wir noch hier die wunderschönen Flamingos im Sonnenuntergang. Oh, wie das Wasser glitzert. Okay, ich schmeiß gleich mal die Tonspur aus. So, dann will ich noch ein bisschen hier das nochmal zeigen. Und hey, den vielleicht. So. Obwohl, nee, den kann ich nicht zeigen, weil da oben, löschen, die Dame hatte kein Oberteil an. Das habe ich dann beim letzten Video, musste ich das dann schon verändern. Und ja, wenn ich jetzt hier so eine Live-Aufnahme mache, das muss ich nicht unbedingt zeigen. Ich muss ja eh nicht unbedingt alles zeigen, ne? So, das hier machen wir auch nur halb. Weil hier geht es mir ja hauptsächlich darum, dass die Leute sehen, ah, Reitsport, ne, kann man in der Kammer machen, ist toll, Reitsport. So, gut, also, das war dann das und alle, die meine Videos kennen, wissen, Sabrina macht immer im Nachgang noch eine Fotostrecke. Die Fotostrecke, die mache ich ganz einfach, das ist kein Hexenwerk, das geht ganz schnell. Erstmal ziehe ich mir alle Bilder rein. So, erstmal ziehe ich mir alle Bilder rein. Hatten wir noch mehr? Hier oben haben wir noch ein paar DJI-Bildchen. Huch. Alter. Hier, so. Die Pferde waren hier hinten irgendwo, ne? Das ist natürlich jetzt, Moment, wartet. Gerade mal schieben hier, damit ich...
sehen kann, dass das einigermaßen passend ist. Hier haben wir Pferdchen. So. Er macht's nicht. Also manchmal. Ne, er nimmt nur eins, dann muss ich das halt so machen. So, ihr habt hier unterschiedliche Optionen. Ne? Ihr könnt einsetzen und überschreiben machen. Dann ist das andere Bild aber weg. Ihr könnt einsetzen und verschieben machen. Und einsetzen und alle verschieben. Und wenn ihr einsetzen und alle verschieben macht, dann wird es einfach angereiht. Ne? So, habe ich noch ein Bild? Nein, das war's. So, dann gucke ich. Klar, man kann es natürlich auch anders machen. Dann gucke ich mir das kurz an. Oh, das zum Beispiel da, das ist unscharf. Das nehmen wir raus. So, und dann geht ihr, wenn ihr auf Lücke lassen geht, dann müsst ihr alles mit der Hand verschieben. Geht ihr auf Lücke füllen. In dem Falle ist es okay. Geht ihr aber jetzt, wo jetzt noch schon Musik unten drunter ist, also wo jetzt schon eine Reihe vorbereitet ist, geht ihr dann nur auf Lücke füllen, dann wird das verschoben, aber nicht alles. Und geht ihr auf Lücke füllen und alle Clips verschieben, dann werden auch die Dateien, die ihr unten drunter schon, zum Beispiel Schrift und Musik und so, die ihr da drunter schon angereiht habt, hier in den einzelnen Reitern, wird dann mit dem gleichmäßig mit verschoben. Das ist natürlich dann am einfachsten. Ich drücke die Taste am liebsten immer, damit auch ja nichts schief geht. Genau. So. Okay, hier haben wir ja zweimal so gut wie das gleiche Bild. Das ist ja Blödsinn. Welches nehme ich? Ich glaube, ich nehme das. Das sieht irgendwie stimmiger aus. Dann tue ich das löschen. Ich will ja auch keinen langweilen. Hier haben wir dasselbe. Das sind auch zweimal. Da guckt er einen an, da nicht. Tja, schwarze Tiere ist immer so eine Sache, ne? Da sieht man leider nicht so gut die Köpfchen. Das ist bei den weißen Pferden doch schon was ganz anderes. So. So, jetzt habt ihr die Möglichkeit. Ihr geht hin. Ihr geht hin, macht Werkzeug, Power Tool, Mischmodus. Normal abdunkeln, bla bla bla. Das könnt ihr machen. Mache ich jetzt aber nicht. Ihr könnt hingehen, eine Diashow erstellen. Das ist das, was ich meistens mache. Was so mein Standardabspann ist. Also das ist dann, sieht dann so aus. Ne? Also das ist so mein Standardabspann. Gehen wir nochmal auf zurück. Das mache ich auch gleich. Aber ich wollte euch noch zeigen. Das ist noch markiert. Werkzeug, Schwenk und Zoom. Und da könnt ihr entweder sagen, ihr möchtet jedes Bild so haben, ja, in den einzelnen Schwenk und Zooms. Oder ihr sagt, ihr macht einen benutzerdefinierten. Ne, da könnt ihr das dann selbst einstellen, wie ihr es haben möchtet, ne, den Schwenk und Zoom. Das erste ist zufällig. Also da wird aus all denen ausgewählt. So, wenn ihr jetzt nur auf den geht, dann kommt nur der, nur auf den, dann kommt nur der, ne, und so weiter. Benutzerdefiniert ist natürlich am hält natürlich am meisten auf, aber wenn man jetzt gerne möchte, dass es jetzt immer an bestimmten Punkten anfängt oder endet, also dass ihr euch selber die Punkte aussucht, die Startpunkte und die Endpunkte, dann ist das natürlich das Beste. Ich mache jetzt mal gerade zufällig, damit ihr mal seht, wie es überhaupt aussieht. Weil ich mache hier gleich meine Diashow, das ist so mein Lieblingsstandardabspann. Wenn ich natürlich jetzt ein Video mache, was nur aus Bildern besteht, dann finde ich jetzt benutzerdefinierten Schwenk und Zoom eigentlich eine ganz tolle Option. So sieht das dann jetzt aus. Ne, der passt euch auch die Bilder in der Kartei an.
Also ihr habt jetzt das Fenster und die Bilder sind genauso groß wie das Fenster, also nicht mehr in den Standardauflösungen. Und dann könnt ihr halt jetzt hier, ne, da läuft jetzt immer ein anderer Schwenk und Zoom ab, ne? Ja, genau. Auch schön, ne? Kann man auch machen. Finde ich auch nicht schlecht, ne? Oder soll ich das mal lassen? Auch nicht schlecht. Das ist jetzt die Frage. Okay, wenn wir jetzt live, könnte ich euch fragen, was ihr schöner findet. Ob ihr jetzt diese einzelnen Bildchen, die ich meistens als Abspann mache, oder ob ihr hier sowas schöner findet. Ich glaube, ich lasse das. Mir gefällt das irgendwie sehr gut, weil das hat so ein, das hat so ein Filmeffekt irgendwie. Ja. Genau, das hat so was Filmmäßiges. Doch, ich finde den Abspann ganz cool. Der hat sowas Filmmäßiges. Ihr könnt natürlich auch hingehen, wenn euch das nicht gefällt. Ne, könnt ihr natürlich auch hingehen und könnt sagen, hier, so, Geschwindigkeit ändern, ja, oder, warte mal, wie war das nochmal? Moment, jetzt wollte ich euch was zeigen und weiß nicht mehr, wie es geht. Schwenk und Zoom. Ach so, ihr könnt den dann, genau so war das, wenn euch einer nicht gefällt, könnt ihr den auch löschen. Und zum Beispiel, mir gefiel das jetzt nicht so. So, das fand ich noch schön. Das fand ich nicht so schön. So, dann geht er einfach hin. So. Löscht den. Und den mag ich auch nicht. So. Und dann könnt ihr hier. Mal erstmal hier. Macht da einfach. Den. Ne, der gefällt mir ja mal so gar nicht. Okay. Den hatten wir raus, hatten wir gerade. Vergrößern, das wollte ich. So, und nochmal gucken. Ja, das finde ich ganz schön, weil dann kann man so ein bisschen noch in die Tiefe reingucken. Ach, das ist ja schon wieder so ein blöder Stopp. Das ist dann der, ne? Den mag ich auch nicht. Ich glaube, die muss ich so doppelt markiert haben, ne? Der war das, ne? Der Vergrößern. Den finde ich eigentlich ganz cool. Also gerade noch mal ein Stückchen zurück. So. Oh, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Also, wenn ihr auf diese Stopptaste drückt, dann geht er an den Anfang des Videos. Ja, wenn ihr nur diese Pause-Taste drückt, wo jetzt auch die Play-Taste ist, dann bleibt er da, wo ihr gerade am Arbeiten seid im Video. Das ist eigentlich ganz hilfreich. So, jetzt muss ich mal gerade gucken. Mir gefiel das jetzt nicht, weil. Welches war denn das jetzt? Welcher war es? Welcher war es? Der. Weil ich finde, da fände ich jetzt eher schön, wenn ich. Ich zeig's euch. Wo haben wir es denn? Nach unten, nach unten, unten, unten.
Ich glaube, wir haben jetzt gerade den nicht dabei, den ich haben möchte. Dann machen wir den Benutzerdefinierten. Und zwar hätte ich gern hier unten den. So, gucken wir mal. Jetzt haben wir dreimal dieses nach unten. Obwohl. Sehr oft dieser Flamingo, ne? So ein bisschen, könnte ein bisschen ermüdend sein für die Zuschauer. Mal gucken, welches. Okay, er hat aber immer eine, sie haben aber immer eine andere Position, ne? Den hier nehme ich raus. Ich möchte auch nicht, dass Langeweile aufkommt bei euch, ne? Okay, das ist jetzt auch so eine doppelt gemoppelt Kiste. Da kommt ja noch fetzige Musik drunter. Ja, schade, dass man die Köpfchen nicht so richtig sieht, ne? Dass das so dunkel ist. Das ist echt schade. Das ist halt mit dem Gegenlicht, ne? In Live sah das natürlich richtig toll aus, weil das war nicht so hell. Das war eher schon so, ja. So ein bisschen in den Sonnenuntergang reingehend, die Färbung kam jetzt da nicht so gut rüber, obwohl wir einen Polarisationsfilter drauf haben auf der Kamera. Kein Gesicht zu erkennen. Tja, können die Stiere nicht auch weiß sein? Die fand ich so toll, die Pferde. Die waren so toll. Hat mir so gut gefallen. In den Aufnahmen, das sieht das so entspannt aus, wenn die da grasen. Schade, dass das Rauschen von den Autos und von dem Wind, dass das so intensiv ist. Sonst hätte man dann auch den Ton lassen können. Aber man erkennt keine Gesichter, ne? Nee. Dafür sind sie Gott sei Dank zu weit weg. Sie sieht man auch von hinten. Perfekt. Genau, ja. Dann die Festung von Aegis Mortis. Da finde ich jetzt den Schwenk nicht so toll. Da hätte ich lieber. Oh, jetzt schwenkt er gar nicht.
Ups, falsch gemacht. Mal retour. Schwenk und Zoom. Benutzer definiert. Und zwar, na, geht ja gar nicht so, wie ich mir das vorstelle. Achso, so, sag ich mal. Na, er tut nichts. Hä? What? Nee, also irgendwie komme ich gerade nicht zurecht. Abbrechen. Ja. Den da. Ja, nee, andersrum. Kacke. Genau andersrum. Okay. Man sieht, ich habe das noch nicht so oft gemacht mit Schwenk und Zoom. Ich bin da noch ein bisschen. Ich dachte jetzt eigentlich, der wäre das gewesen. Wo haben wir denn? Was ist denn damit? Nein, auch nicht. Der soll doch nicht nach unten. Ich will doch nicht das Gras zeigen. Okay, wenn jemand eine Idee hat. man muss das andersrum lesen, okay. Aber jetzt zeigt er mir hinten die Mauer nicht so, wie ich das haben wollte eigentlich. Nee, das gefällt mir alles nicht. Machen wir mal hier retour, so wie es vorher war. So. Ja, ich bin ja auch nicht allwissend, ne? Vielleicht hat jemand eine Idee. Das fand ich eigentlich gut, aber mir gefällt halt nicht, dass der mir, ich will doch nicht das Gras da unten zeigen. Muss stehen hier nehmen, ha? Moment. Ich muss bestimmt den hier nehmen. Wieder in falsch rum gemacht. So, jetzt. Jetzt tut er das, was ich will. Aber er könnte ein bisschen schneller nach oben, oder? Gehen wir mal hin und tun wir mal das Bild anders setzen. Anders setzen ist gut. Moment. Hä? Ach, das Bild ist so von der. Echt jetzt? Also, das hier gefällt mir nicht. Das ist irgendwie unstimmig. Ich glaube, wir müssen hier das Bild weglöschen. Ich kann mir doch gar nicht vorstellen, dass mein Mann das fotografiert hat ohne den oberen Turmzipfel. Nee, hat er auch nicht. Ich glaube, wir müssen hingehen, wenn das alles nichts hilft. Löschen. Und nochmal hinsetzen. So. Und jetzt gehen wir hin und passen die selbstständig an. Hupsa.
Doppelklick ist Großbild. Das wollten wir ja jetzt nicht. So, wir passen die jetzt selbst an. So. Also wenn ihr an den Seiten zieht, ist es nicht so, dass er mir das Bild verzerrt, sondern dass er es einfach auf die Größe macht, die ich haben möchte. Und dann kann ich das so schieben, dass ich den Fokus da habe, wo ich ihn haben möchte. No. So, gut. Und jetzt kann man hingehen und hier sagen, so, mal gucken, was er mir gibt. Jetzt mischt er das schon wieder. Furchtbar. Ganz schlimm. Ihr wisst, was ich für ein Problem habe, ne? Ich jetzt mal was ganz anderes, damit das jetzt einfach mal hier ein Ende nimmt. Ihr könnt auch ganz normale Übergänge machen. Und zwar müsst ihr dafür hier auf den mit dem Blitz gehen. Und da könnt ihr dann auch ineinander machen oder hier so verschiedene, ne, Sachen. Ich habe zum Beispiel auch noch hier so Spezial mit drin. Da kann man sich auch welche runterladen im Internet. Also auf der Seite hier von Power Director. Ja, hier so jetzt kann man machen. Dann gibt es noch 3D-artige. Also gibt es ganz viel, was man machen kann. Ne? Also alles Mögliche steht einem da zur Verfügung. Dann kann man zum Beispiel hier Bilder ineinander drehen. Ne? Achsendrehung. Auch witzig. Ja, so für die letzten zwei Bilder wäre das ja vielleicht auch mal ganz witzig. Einfach so mal als Spaß. Oh, jetzt hat er mir das aber nicht. Moment, ein bisschen auseinanderziehen. So, mal gucken, was passiert. Okay, zweimal das Gleiche ist Kacke. Warte. Wir entscheiden uns für eins. Den da behalte ich, den tue ich weg. So, und dann machen wir den nämlich jetzt hier und dann haben wir nämlich eine Endsequenz. Das finde ich, glaube ich, ganz witzig. Dann sieht das so aus. Ja, finde ich eigentlich ganz witzig. So als Endsequenz. So, gut, dann haben wir das. Okay, jetzt habe ich hier alle Aufnahmen. Also ihr haltet die rechte Maustaste und geht oben auf den Reiter, dann könnt ihr vergrößern und verkleinern. Ne? Wenn ihr das jetzt so, ne? Wenn ihr das jetzt breiter haben möchtet für Detailarbeiten oder wenn ihr den ganzen Reiter nehmen möchtet. So. Bupp. So, da ja die Aufnahmen vom Ton her nicht wirklich gut sind, mache ich hier oben die Klammer zu. Bedeutet, das wird nicht bearbeitet, nicht beachtet. Und wenn ihr dann hier die untere Leiste komplett nehmt, ja, dann könnt ihr die einfach löschen. Ne? Und dann, zack, ist die weg. Und dann habt ihr keinen störenden Ton mehr, sondern nur noch die reinen Aufnahmen. Ihr müsst dann natürlich dieses Schloss wieder öffnen, wenn ihr dann die einzelnen Videodateien bearbeiten möchtet. So, jetzt gucken wir uns das mal gerade so ein bisschen an. Und dann schneide ich mir das so zurecht, wie ich das ja schön finde. Und danach suchen wir uns noch schöne Musik aus. Ich benutze Epidemic Sound. Das kostet Geld. Da hat man halt ein Abo. Aber man kann alles, so viel wie man möchte, an Musik verwenden, die da haben. Und die haben wirklich eine riesengroße Auswahl an Musik. Also wirklich sehr, sehr viele verschiedene Genres und ja, die verschiedensten Interpreten, die dann da halt ihre Musik zur Verfügung stellen.
Das ist auf den Kanal dann sozusagen abonniert. Man wählt das halt aus und dann kann man halt, ja, wie gesagt, so viel nutzen, wie man möchte. Es gibt aber auch tolle Free Music. Da gibt es ja auch einige Leute, die freie Musik zur Verfügung stellen. Allerdings habe ich jetzt schon mit ein paar Kanälen von ganz alten Videos von mir Schwierigkeiten gehabt wegen Urheberrechtsverletzung, weil dann die DJs Sounds benutzt haben, die jemand anderes als Urheber selber sich registriert hat, also sich selber, wie sagt man, gesichert hat, und demnach könnte ich die, wenn ich jetzt monetarisieren wollte, was ich, woran ich gar kein Interesse habe, wenn ich das jetzt wollte, dann könnte ich diese Videos nicht monetarisieren. Also das müsst ihr euch dann immer sicher, also ne, müsst ihr euch dann vorher überlegen. Also das kann passieren bei solchen Free Music, die ihr von anderen bekommt. Wie gesagt, für mich ist es jetzt nicht schlimm, aber ich möchte es trotzdem nicht, weil so eine Urheberrechtsverletzung, ich mag das nicht. Also auch wenn ich es nutzen darf, ich finde es trotzdem kacke, wenn ich dann da so ein Ausrufezeichen stehen habe. Und ja, deswegen nutze ich halt wirklich die Musik, die ich bezahlt habe, die ich nutzen darf. Und dann weiß ich auch ganz genau, na, da habe ich meine Ruhe. Genau. So, und jetzt machen wir hier die Rundfahrt um Aigris Mortis. Dann gibt es noch einen ganz tollen Musiker, der macht so mit Klaviergängen Musik. Klaviergesängen, Klavier, ach, mit Klaviermelodie. Der macht ganz tolle Musik. Bei ihm ist das so, also der ist, ich glaube, es ist ein Engländer. Er stellt die Musik frei zur Verfügung. Man darf die frei benutzen, muss ihn halt nur erwähnen in der Infobox, in der Beschreibung. Und es ist aber so, wenn man das jetzt irgendwie kommerziell nutzen möchte, muss man auch bei ihm dann für die Lizenz bezahlen. Aber wenn man es jetzt hier so wie ich frei nutzt, dann darf man das auch, ne? Also man muss ihm halt dann nur verlinken, damit die Leute wissen, wo die Musik herkommt und er dann dementsprechend Werbung hat. Ja, genau. Das ist der Johnny Ashton. Und der Johnny ist. Ja, der ist toll. Ich finde, der macht einfach tolle Musik und ist auch ein ganz netter Kerl. Ich habe auch schon mal mit ihm ein bisschen ja, kontaktet und bodenständig, schön auf dem Boden geblieben. Und ja, der macht halt immer wieder was Neues. Ne? Also er macht immer schöne neue Musik. Genau. Ja, jetzt machen wir hier einfach mal so die Rundtour komplett, damit die Leute und ihr alle sehen könnt, ja, wie groß und imposant doch diese Stadtmauer ist. Genau. Mit Musik ist das natürlich gleich ja, viel flotter, ne? Jetzt ist das gerade ein bisschen. Ja, okay, hier die Autos, das ist jetzt ein bisschen langweilig. Moment, ich mache mal hier einen Cut gleich. So, genau. Und dann drehe ich die Kamera so. So, jetzt gleich werden wir nämlich langsamer und dann mache ich kurzen. So, hier mach ich einen Cut. Das ist immer so doof, wenn man dann da die Leute hat. Ja, das finde ich jetzt alles sehr uninteressant. So. Ja, das finde ich besser. Genau, diese Bimmelbändchen hier, die waren später komplett voll mit Leuten und dann saßen die da alle. Oh, das ist ja so gar nichts für mich, ne? Oh. So mit 10 km/h da durch die Gegend zu tuckern mit den ganzen Leuten, das ist ja dann bestimmt noch ganz schön warm dann, ne? Und oh, dann sitzen die da alle zusammengepfercht, alle mit Mundschutz, wie die Sardine, wie die Ölsardinen. Ach ja. Genau. Ja, wie gesagt, hier, das ist jetzt gleich, wenn wir da flotte Musik haben, ist das natürlich was ganz anderes. Ja, okay, das war jetzt auch.
So. Ja, die Frau, die ist ja auch ein bisschen störend mit ihrem Mundschutz. Dann machen wir lieber so. Man will ja auch da niemanden auf den Präsentierteller stellen, auch wenn man sie jetzt nicht erkennt. Aber wer weiß, wenn die ausgerechnet mein Video guckt und sich dann sieht und fühlt sich dann unwohl, ne? Genau, da kann man dann reingucken. Und wir sind dann auch tatsächlich durch ein so ein Tor später durchgefahren. Und dann habe ich aber, wie man es hier leider schon sieht, total verkackt. Ich habe den Osmi aus dem Autofenster rausgehalten, über meinen Kopf. Und ich habe ihn anscheinend zu weit nach oben gehalten und später nur noch den Himmel gefilmt. Shit happens. Tja, man kann nicht alles haben. So, jetzt habe ich hier nicht richtig aufgepasst. Bisschen langsam hier das Ganze. Na okay, wir wollen ja die ganze Mauer sehen. So. Wo sieht man dann die Mauer von der Seite? War leider eine Einbahnstraße. Deswegen sind wir dann einmal im Kreis gefahren. So, und dann sind wir durchgefahren. Und jetzt leider Gottes ist jetzt gleich die Kamera hochgerutscht. Deswegen kann ich nur bis zu einem gewissen Punkt die Aufnahme. Hier, da geht es immer höher und höher und höher. Ja, leider sehr verkackt, ne? Weil das bringt uns ja nichts, ne? Okay, hier das Stück kann ich noch. Ist halt schwierig, wenn man das nicht sieht, was man filmt, ne? Das ist dann, wir machen das Beste draus. Teilen, alle Clips verschieben. Zack. Dann will man am liebsten die Kamera runterdrücken. So. Ja, total verkackt, ne? Hier, guckt euch das mal an, ey. Wo filmt die Frau hin? Wo filmt sie hin? Guckt dir das an. Wo filmt sie hin? Oh, Leute, Leute, was habe ich mich geärgert. Wir sind natürlich nur einmal durchgefahren, ne? Naja, es sieht so aus, als wollte ich oben die Stadtmauer filmen, ne? Ja. So, und dann, was zeige ich da? Zack, zack und weiter. Ja, es sei ihr mir hoffentlich verziehen. Der Himmel war so schön blau. Genau. Naja, wenigstens sind mir die Aufnahmen alle gut gelungen. Jetzt stellt euch mal vor, ich hätte die ganze Zeit den Himmel gefilmt, während wir um das rumgefahren sind. Dann könntet ihr euch jetzt nicht die tolle Stadtmauer angucken. Ja. So, dann sind wir dann da noch entlang gefahren und ja, und das ist auch super ärgerlich. Eigentlich wollten wir uns die Salzsalinen anschauen. Die sind so rosafarben gehalten, so ein bisschen, ne? Und wir haben gesehen, die sind irgendwie hinter Aigris Mortis, ja, also in dem Gebiet dahinter. Und mein Mann meinte, wenn wir dann weiter die Hauptverkehrsstraße da irgendwie weiterfahren, dann kommt das irgendwann, das Gebiet. So. Ich habe noch gesehen, dass Leute hinter dieser Stadt auf Stegen gelaufen sind, ne? Und habe noch gedacht, ach guck mal hier, die wandern da irgendwie über das Wasser, über die, ne? Und habe dann jetzt hier so eine kleine Aufnahme hier, ne? Habe ich dann kurz so rüber gefilmt, ne? So von wegen, ach hier, da hinten laufen die Leute. Da waren wohl diese Salzsalinen. Also wir waren schon da, ja. Und wir hätten eigentlich nur unser Auto parken und ein Stück dann da den Weg hochgehen müssen, um die Dinger zu sehen. Und mein Mann hätte dann kurz die Drohne hochsteigen lassen können, weil du musst ja bezahlen, wenn du da rein willst, ne? Aber dann hätten wir die Teile gesehen, wenigstens aus der Luft, aus der Ferne, ne? So haben wir sie gar nicht gesehen. Ja, wir sind dann halt hier die Straße weitergefahren und haben uns gewundert, dass wir gar nichts davon sehen, ne? Also wie gesagt, die waren dahinter, hinter der Stadtmauer. Das habe ich dann später gesehen auf Instagram, weil einige Leute, die haben dann so Bilder gepostet, wo die dann da stehen und dann hinter ihnen in der Ferne ist dann die Stadtmauer. Also, ne, konnte man dann, ja.
Was willst du machen? Es ist, wie es ist. So, hier mache ich jetzt einen Cut, weil da habe ich mich lange aufgehalten, bis ich dann zu den Pferden rüber bin. So, und dann machen wir jetzt hier wieder einen Cut. So, das muss nicht so lang. So. Ja, so ist das. So, da sind sie. Erst stand da nur ein Pferdchen und war am Kauen. Dann habe ich noch gedacht, ach, das scheint ihm aber gut zu schmecken. Ja, und später waren sie dann alle da. Ja, okay, die haben ja auf ihrer Weide haben sie ja kaum noch was Grünes zum Fressen, ne? Also das ist ja nur trockener Boden und ein paar vereinzelte Büschel mit anscheinend nicht besonders schmackhaftem Grün, ne? Also blieb denen ja gar nichts anderes übrig, als das grüne Schilf zu fressen, ne? Ja, die kriegen halt da hauptsächlich das Heu und so zu fressen wohl. Andere Weiden, die daneben zum Beispiel, die sind grün, ne? Aber diese Weide, die war halt so gar nicht. Da war so gar nichts Grünes. In dem anderen Camargue-Video, was ich letzten Monat oder vorletzten Monat veröffentlicht habe, da hatten wir ja Pferde auf so einer richtig großen grünen Weide mit ganz viel Gebüsch und ganz viel Gras und das fand ich halt richtig schön für die, ne? Ja, man sieht richtig, ne? Die wollen unbedingt das Schilf, ne? Ja. Genau, da kommen die Pferdchen. Oh, da habe ich. Da war es unscharf. Warum auch immer der Osmi da. So manchmal. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich auch irgendwo drauf gedrückt oder so, weil ich gedacht habe, ich könnte ranzoomen. Weil ich habe bei meinem Osmi habe ich die Funktion mit ranzoomen. Aber die funktioniert nicht immer. Ich bin da aber auch so ein Mensch. Ich bin kein Mensch, der Sachen irgendwie studiert, lernt. Ich bin eher so derjenige, der, während er etwas macht, dann ausprobiert und testet. Und demnach passieren dann halt auch schon mal so Sachen wie dann so eine Unschärfe, weil ich dann einfach halt. Ich bin halt ein praktischer Mensch. Ich bin halt der Praktiker, ne? Ich bin halt kein Theoretiker, ist halt so. Genau. So, da laufen sie. Din, 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 din. Das sind wieder meine Pferdchen. Ja, wir haben schon gesagt, vielleicht, wenn wir nächstes Jahr noch mal da in die Richtung fahren, vielleicht werden wir dann auch mal noch etwas dichter an der Camargue unsere Unterkunft nehmen und dann vielleicht auch mal reiten gehen. Ja. Wir sind zwar jetzt nicht die besten Reiter, mein Mann und ich. Also ich bin halt früher als Teenager habe ich halt so Reitstunden bekommen. Ja, hab dann zwischendrin mal ab und zu auf dem Pferdchen gesessen, aber halt nie so, dass ich ohne festgehalten zu werde. Ne? Also dass ich halt geführt werde. Ne? Das hatte ich halt nicht. Keine Ahnung, ob man dann irgendwie da sich erstmal einarbeiten muss oder was, oder ob man einfach mit so mitreiten darf. Ich weiß es ja nicht. Keine Ahnung, das sieht man dann mal. Ja, mein Mann weiß ich gar nicht, ob der, also er hat gemeint, wir können ja dann mal reiten gehen. Ich weiß nicht, ob der das kann. Wir werden sehen. Also wir sind ja schon 16 Jahre, 17 Jahre. Schande über mein Haupt. Sind wir jetzt schon zusammen? Und das weiß ich noch nicht. Nicht wirklich. Gut. Mal schauen, ob ich das drin lasse oder ob ich es rausschneide. Okay, findet ihr das toll, so zu sehen, hier solche Aufnahmen, wo hier sowas, wo ich dann so aus dem Auto raus filme? Oder findet ihr das blöd? Spult ihr sowas vor? Würde mich ja mal interessieren, ob euch das überhaupt gefällt, wenn man so an solchen Sachen vorbeifährt und so. Oder ob euch das hier, das ist schon wieder zu ruckelig, das ist schon wieder nix. Moment. Das ist schon wieder nix hier, die Aufnahme. Es ist auch ein bisschen zu viel, ne? Also das andere hier reicht schon, finde ich.
das reicht schon. Das ist auch so eine Sache. Es ist egal, ob ich jetzt 25 Frames per Second, 50 Frames per Second oder 30 Frames per Second nehme. Ich habe schon alles ausprobiert. Bei meinen Videos, bei schnellen Schwenks oder jetzt wie gerade bei dieser schnellen Fahrt, machen die immer so Stückelbilder. Weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist in meinen Videos. Ich weiß nicht, ob das an dem Programm hier liegt, an dem Power Director oder ob es mein Osmo ist. Also, dass die Einstellung dann doch nicht richtig ist. Also, ich habe schon alles Mögliche ausprobiert. Ich habe erst, habe ich immer mit 50 Frames per Second gefilmt, weil ich gedacht habe, umso mehr Bilder, umso flüssiger. Da das dann aber immer geruckelt hat in meinen Videos, müsst ihr ja schon gemerkt haben, bei den älteren Videos habe ich dann jetzt hier in dem Urlaub mal auf 30 Frames per Second gemacht. Ich habe gedacht, wenn du jetzt 30 oder 25, wird ja nicht so ein großer Unterschied sein. Tja. Wer sich damit auskennt, ihr könnt mir ja gerne mal eine Hilfe geben. Was soll ich tun, damit solche Ruckelbilder bei schnellen Schwenks nicht mehr kommen? Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir da helft. Vielen, vielen Dank. So, gut. Und jetzt sind wir hier schon. Ja, mir gefällt das schon ganz gut, so wie es ist. Und jetzt holen wir uns Musik. Ja, dann haben wir Epidemic Sound. So, jetzt gucken wir mal, was wir nehmen. Also ich habe hier, wie ihr seht, ich habe Ambiente, X-Mas brauchen wir jetzt nicht, ich habe Fantasy-Musik, da haben wir ja schon mal dieses eine Winterwald, da habe ich ja damals diese Fantasy-Musik genommen. Ich habe Hausmusik, ich habe, hier habe ich so gemischte Sachen, Rock-Alternativ, ich weiß nicht, wer steht von euch auf Rockmusik oder seid ihr doch eher alles so die, ja, neuzeitliche Hausmusik und Dance-Musik-Typen oder ja, was wird euch denn so an Musik am besten mal gefallen? Weil hier so Rock habe ich jetzt auch nicht viel, da habe ich jetzt nur... Okay, das ist jetzt nicht wirklich rockig. Nein, nein, das war kein Rock. Das. Ja, bisschen laut, ne? Ich hoffe, ich haue euch hier nicht um die Ohren. Ach hier, ich kann das ja leiser machen. Sorry. Wird euch sowas mal gefallen? So rockmäßig? Gefällt mir nicht. So, gut, dann gucken wir mal. Also hier, das sind so die, die ich ja schon so oft benutzt habe. So oft schon benutzt habe. Obwohl, das habe ich noch nicht benutzt. Genau, hauen wir euch mal hier Techno um die Ohren. nein. Finde ich aber jetzt nicht so schön für das Video, auch wenn ich jetzt im Kreis fahre da, aber ich mag lieber was Grooviges irgendwie. Nö, was Grooviges, was so ein bisschen aber auch positive Stimmung bringt, am liebsten. Nope. Also ich gehe jetzt also nicht immer hin in Epidemic Sound und suche mir direkt neue Musik. Ich bin halt auch schon so, dass ich mir, ja, dann mal eine Zeit lang, also mich dann aus dem bediene, was ich mir schon runtergeladen habe. Was ich mir dann schon früher mal rausgesucht habe, aber wir können auch gerne mal zusammen reingehen in Epidemic Sound. Ah, ich glaube, das ist zu langweilig für eine Rundfahrt. Ich finde immer so mit Stimme finde ich immer so ein bisschen schwierig auch. Ja, das kennt er bestimmt schon, das habe ich schon benutzt in Videos. Make me win.
Aber das möchte ich jetzt irgendwie nicht benutzen dabei. Das passt irgendwie nicht. Okay, das passt natürlich zu so einer Festungsumrandung. Aber es könnte sehr schnell müde machen, ne? Ich möchte ja auch gerne so ein bisschen die Zuschauerbindung, ne? Nee, ich glaube, das ist zu langweilig. Ich möchte ja nicht, dass ihr mir einschlaft da vorm Rechner. Was ist das denn? Sehr einschläfernd. Das ist eher rockig, ne? Huch, je. Nein. Genau, das hau ich euch um die Ohren. Nee. Oh, schön. Was habe ich denn da für Musik? Ich hätte vielleicht vorher mal eine Vorauswahl treffen sollen. Dann ginge das was schneller mit uns hier. Okay, wir machen das anders. Ich gehe auf neue. Da sind die schöneren, glaube ich, drin. Und dann gucken wir mal hier durch. Oh ja, das war Entspannungsmusik. Sleep hört sich eigentlich auch schon nach. Was haben wir hier? Zu anstrengend. Ich hätte echt eine Vorauswahl treffen sollen. Ah, das habe ich jetzt schon so oft benutzt. Das habe ich schon so oft benutzt. Ich glaube, wir schneiden jetzt und dann sehen wir uns wieder, wenn ich die richtige Musik gefunden habe. Nicht benutzt. Moment mal. Ich finde das irgendwie witzig vom Sound. Kann natürlich sein, dass ihr jetzt sagt, oh Gott. Aber guckt mal, das reicht vorne und hinten nicht. Das reicht noch nicht mal für hier eine Spur. Sowas mag ich nicht. Ich mag das immer gern. Wie lang ist denn das? Oh, das ist auch schon 3 Minuten. Ich setze ja öfters auch mal Musik aneinander, schneide die mir selber zurecht, damit die länger ist. Finde ich irgendwie gut. Irgendwie finde ich es gut. Mal ein bisschen leiser, damit ich euch da nicht so um die Ohren hau. Okay, das mache ich anders hier. Und zwar
Okay, aber zweimal muss ich ja hier das nicht machen, ne? Das habt ihr ja dann am Anfang schon gesehen. Wir wollen ja hier auch keinen langweilen. Weil genau das gab es ja am Anfang schon. Nee, der Übergang gefällt mir nicht. Passt jetzt nicht. Ich glaube, ich lasse einen Cut. Ich brauche hier dieses ganze Autogetrüttel nicht, weil ich will jetzt mal versuchen, das Ganze ein bisschen kürzer, flotter zu gestalten. Weil die Aufmerksamkeitsspanne meiner Zuschauer liegt bei ein bisschen was über einer Minute. Und also im Durchschnitt, ne? Klar, manche gucken länger, manche gucken kürzer und dadurch ergibt sich halt ein bisschen was über eine Minute. Ich glaube, eine Minute 26 sind es momentan. Und ich versuche halt, die Videos so zu gestalten, dass die nicht zu, ja, trotz viel Information, nicht zu langweilig für die Leute werden. Ja, und das ist halt eine Herausforderung, ne? Gerade wenn es jetzt nur um Bildmaterial geht. Ja, also jetzt hier so ein Stream. Ne? Ich werde dies als Premiere veröffentlichen, dass wir miteinander vielleicht ein bisschen schreiben können währenddessen. Das fände ich halt ganz schön. Sowas macht natürlich eine höhere Watchtime, das ist klar. Ne? Aber halt jetzt hier so die ganz normalen, ja, Videos. Das sind eigentlich Videos mit so 3-4 Minuten. Das sind eigentlich so die Videos, die besten Rankings haben in der Watchtime. Also jetzt die langen Videos. Ich glaube, die sind den Leuten dann zu lang. Die Menschen, also wir leben halt nun mal in einer sehr schnellen, stressigen Zeit. Ne? Und nimmt sich halt auch nicht jeder die Zeit. Ne? Ist einfach so. Es ist zwar schade und wir sollten uns einfach viel mehr Zeit nehmen für uns, für unsere Empfindungen, für schönere Dinge. Also ich bin momentan, weil ich halt einen sehr stressigen Job auch habe und ja, eine ganze Zeit lang nur noch, wie sagt man, existiert habe, bin ich im Moment auf den Punkt gekommen, dass ich wieder mehr zu mir selbst finde und halt auch einfach, ja, wie soll ich sagen, versuche, die schönen Dinge oder angenehme Dinge mehr zu genießen. Ja, also nicht mehr nur schnell hin, schnell her und gerade im Internet, gerade was halt so Klickraten angeht. Ne? Man klickt irgendwo hin, guckt mal kurz, ah ja, fein, Daumen hoch, weiter zum nächsten. Ne? Das ist gerade bei Instagram, ist das, finde ich, ganz schlimm. Da wird ja nur noch durchgescrollt und ah, fein, klack und weiter. Und ja,
Ich finde halt, man sollte sich einfach mal ein bisschen mehr Zeit nehmen. Ne? Und ich habe jetzt ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, den Adventure Buddy. Den habe ich jetzt abonniert und der macht sowas von geile Lost Place Aufnahmen. Und der macht die Videos so spannend, die sind wirklich wie kleine Filme. Und ich habe da stundenlang, habe ich da gehockt und mir die Videos angeguckt, weil ich hatte so einen Spaß, ich fand das so toll. Der macht das so richtig, ja. Da kriegst du selber so ein kleines bisschen Nervenkitzelgefühl, ne? Weil du willst halt wissen, was findet er noch und was sieht man als nächstes und das finde ich einfach toll. Also ich finde das richtig cool, ne? Ja, okay. Meine Videos sind halt jetzt einfach nur angereihte, schöne Aufnahmen. Das ist halt jetzt kein Nervenkitzel, ne? Aber ich versuche halt trotzdem so ein bisschen, dass es nicht zu langweilig wird. Deswegen hatte ich jetzt eben hier am Anfang auch die Geschwindigkeit erhöht, damit ihr nicht denkt, oh Gott, hier passiert ja nicht viel, die fährt ja nur ganz langsam da. Ne? Deswegen habe ich da ein bisschen die Geschwindigkeit erhöht. Ich denke, ich werde hier bei dieser Stadtmauer, denke ich, werde ich, weil ja hier auch nicht viel passiert. Werde ich vielleicht auch noch mal ein Stückchen schneller machen. Mal gucken. Also wirklich, aber nicht so extrem viel schneller, sondern nur ein bisschen schneller. Also nicht so wie eben bei der Aufnahme. Ja, hier sind wir ja noch etwas schneller gefahren und hier wurden wir dann langsamer, richtig? Genau, und hier bei dem würde ich dann gerne so ungefähr so bis hier etwas schneller machen. Weil ihr müsst ja nicht die Ziegel einzeln zählen können, ne? Also das muss ja nicht unbedingt sein. Oder möchtet ihr zählen, wie viele Ziegel übereinander sind? Sagt mir mal Bescheid, was ihr da so toller findet. So, schnell oder langsam? Was ist euch lieber? So, mal gucken. Das ist ja auch noch schnell. Ja, das ist ja schnell genug. Also jetzt mal im Ernst, ne? Ingo ist da halt sehr langsam gefahren, damit man besser gucken kann. Oh. Ja. Die Leute muss man ja auch nicht in Zeitlupe zeigen, ne? Ups, das wollte ich nicht. Bin ich abgerutscht. Ja. Seht ihr mal, wie groß, wie lang diese Stadtmauer ist, ne? Mache ich hier auch noch ein bisschen schneller. Das eine haben wir dann so kurz gezeigt, so geschwenkt. Und dann mache ich jetzt hier. Weil jetzt hier so einen Parkplatz gucken, ist ja auch nicht spannend, ne? Geht ja eigentlich nur um die Länge der Stadtmauer. Hab den Polizist gesehen, der hat uns angeguckt, weil wir da so mit der Kamera am Rausfilmen waren. Dann habe ich schnell Stopp gedrückt, damit er sich nicht irgendwie angegriffen fühlt. So, okay. Da steht er.
Ja, doch, das wird's zeigen. Okay, das bringt uns ja eh nichts hier, weil man sieht ja eh nichts. Also mache ich hier bei diesem Piuch, ne, bei diesem Aus des Liedes. Stopp, da war es schon, schwenken. Den Cut. Moment, wir hatten ja hier noch dann. Ja, weil da sieht man eh nicht viel, ne? Also ob ich jetzt das zeige. So, ich finde eigentlich hier so ein bisschen jetzt gleich beim Ende des Liedes des den Himmel, finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Mal gucken, wie es rüberkommt. So, und jetzt machen wir hier das nächste Lied. Und zwar gucken wir mal, was haben wir hier? Ja, genau. Oh ja, Tiefenentspannung, damit die Leute wirklich einpennen. Ich sitze hier auf einem Gymnastikball. Boing, boing. Das finde ich bequemer wie auf einem normalen Stuhl oder auf dem. Wir haben so einen uralten, wie heißt's? Bürostuhl. Wir bräuchten mal einen neuen. Aber weil die Deckenhöhe hier in der Schräge und weil die Breite hier des Platzes nicht so besonders groß ist, ich sitze nämlich hier im Wohnzimmer in der Ecke. Ja, die gefällt mir ganz gut, die Musik, die nehme ich. Ja, deswegen habe ich mich dann erst entschieden, die ganze Zeit auf so einem Hocker zu sitzen. Der ist mir aber zu hart. Und dann habe ich mich halt nochmal umentschieden und ja, hab mir dann halt diesen Gymnastikball geholt. Da kann man dann auch mal so ein bisschen mit der Hüfte wackeln, ein bisschen mit der Musik wippen. Finde ich ganz witzig. So, dann gucken wir mal hier. Na, seht ihr wieder die Ruckelei? Furchtbar. Aber ich werde hier jetzt sowieso hingehen. Moment. Das zurechtschneiden, weil das Hin- und Hergewackel her mit der Kamera. Ich weiß es noch nicht. Das ist ja schweres Hin und Her, gewackelt, ne? Was ist denn, wenn ich das Ganze ein Ticken schneller mache? Finde ich ja gar nicht gut, ne? Abbrechen. Ich habe doch Abbrechen gesagt. Okay, also wir machen das anders. Teilen.
Ihr seht schon, worauf das hinausläuft, ne? Ich möchte da hinkommen mit der Musik. Findet ihr das langweilig? Findet ihr es langweilig? So lang Pferdegekau? Oh, ich finde das so schön irgendwie. Mir gefiel das so gut.
Ich lasse das hier weg. Das haben wir ja schon im anderen Video. Also das Video, das ich noch nicht veröffentlicht habe. Genau, weil ich finde, das hier ist nämlich ein ganz toller Ausklang zu dem Lied. So. Und hier haben wir halt auch. Ich habe mich doch dazu entschlossen, diese rauszunehmen, weil das Video hier ja kein Samaritila mehr mit enthalten hat. Dadurch, dass ich die Pferde jetzt gerade am Schluss auch weggelöscht habe, das kommt ja sowieso im separaten Video und im vorderen Teil des Videos überhaupt nichts mit Strand war, finde ich das im Grunde ja, unpassend. Ja, deswegen würde ich sagen, machen wir nur die hier. So. Und dafür suchen wir uns jetzt noch ein Lied aus. Also entweder nochmal das gleiche, ich weiß nicht, das könnte euch dann langweilen. Deswegen gucken wir mal, was wir sonst noch so haben. Nee. Nach dem ruhigen Lied schwierig, ne? Naja, das ist zu ruhig, dann schlaft er mir wieder ein. Den Roadtrip kennt er ja. Haben wir ja auch schon benutzt. Das mag ich gern. It's groovy. Sitze ich hier wieder. Okay, ich mag es. Ob ihr es mögt, ist mir jetzt mal gerade Snuppe. Snuppe, Snuppe. Ich will das jetzt haben. Guckt mal, das passt sogar von der Länge. Das ist ja ein Träumchen. So, dann machen wir jetzt hier nochmal den Ausklang und dann gucken wir nochmal, ob das passt. Da standen wir mit mehreren Autos in einer Reihe. Und alle waren da auf dieses Szenario am gucken und es kamen immer wieder neue Autos angefahren, die dann gebremst haben, sich dann daneben gestellt haben und dann auch gefilmt und geguckt haben. Und war einfach perfektes Szenario halt, ne? So, damit alle, die vorher schon so den Ausklang fast eingeschlafen sind, damit dann alle wieder wach sind. Ja, ich find eigentlich, das kann man machen. So ein bisschen groovy. Ja, ich mag's. Also das ist ganz normal, was ich jetzt hier mache. Ne? Das mache ich bei jedem Video. Ich sitze dann hier auf dem Ball und bin am Rumwippen, wenn mir die Musik gefällt. Am Mitgrooven, am Gucken, ob es passt. Es ist ja nun mal auch so, ich mache die Videos natürlich für euch, aber ich mache sie auch für ja, meinen Mann und mich. Wir gucken uns auch ab und zu nochmal die Videos auf dem Fernseher an. Ja? Also das ist dann für uns wie so ein Fotoalbum vom Urlaub, ne? Den Rückblick und dann nochmal so Revue passieren lassen und oder einstimmen aufs nächste Mal Südfrankreich. Ja, weil das ist halt nun mal momentan so unser,
Urlaubsziel Nummer eins, wo wir gerne hinfahren, weil man halt dort einfach extrem viel sehen und erleben kann. Und ja. Und dann freue ich mich halt immer, wenn wir dann da auf unserem Fernseher 4K-Videos gucken können. Das ist einfach toll. Und dann gucken wir uns die dann selber an und schicken sie in die Familiengruppe und dann gucken die auch. Und ja, ne, das ist halt so. Ja. Gehört halt dazu. Und da ich ja eh nicht monetarisiere, ist es ja auch egal, wie oft ich mein eigenes Video gucke. Apropos nicht monetarisieren, was mich total ankotzt. Also, sorry, dass ich das jetzt so sage. Ich finde, es ist eine Frechheit, ja. Ich entscheide mich extra dafür, keine Werbung vor, in oder nach meinen Videos zu haben, weil ich Werbung zum Kotzen finde. Ja? Ich finde es einfach dieses, diese Konsumgeilheit und dieses, du musst kaufen, du musst mehr, ja. Oder wenn dann da diese Leute kommen mit, du kannst keine Ahnung wie viel Geld verdienen im Internet. Boah, mir geht das so auf den Keks. Und ich will das einfach nicht. Und ich möchte, dass ihr das auch nicht haben müsst. Und ich bin ja nun mal nicht drauf angewiesen, ja. Klar, ich verstehe es, wenn jemand damit sein Zubrot verdient, ja. Ich finde es auch toll und ich unterstütze es gerne. Und ich gucke mir dann auch tatsächlich bei den Leuten, wo ich weiß, dass sie damit sich halt ihr Zubrot verdienen, gucke ich mir die Werbung auch was länger an. Da klicke ich die nicht direkt weg. Da lasse ich sie ein bisschen laufen, weil umso länger man die laufen lässt, umso mehr Cent bekommen die pro Klick, ne? Und ja, ne, das mache ich. Da bin ich auch nicht so, ja. Denen möchte ich das dann auch unbedingt gönnen. Aber ich selber möchte es halt für mich und meine Abonnenten nicht. Genau, sagt jetzt Marley auch. Ich weiß nicht, ob ihr ihn gehört habt. Ja, dann komm. So, und jetzt macht YouTube einfach vor meine Videos, die besonders viele Klicks haben, ihre eigene Werbung davor. Und ich habe davon nichts. Da denke ich mir, ja toll, ja, ich entscheide mich gegen Werbung und krieg sie trotzdem für euch davor geknallt. Ne? Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich hätte monetarisiert. Ich habe nicht monetarisiert, ja. Und ich werde auch nicht monetarisieren. Falls mich einer unterstützen möchte, dann kann er mich gerne auf Patreon unterstützen. Ich habe einen Patreon-Kanal, Sabrina Federlein, und da könnt ihr mich schon mit 1 Euro im Monat unterstützen. Man kann das aber auch jeden Monat wieder löschen, wenn man möchte. Dafür gibt es dann sogar tolle Inhalte für diesen einen, ne, Monat, wenn er mich nur einen Monat unterstützen möchte. Aber hallo, 1 Euro. Wer gerne was geben möchte, meine Güte. Und ja, also da möchte ich den Leuten das doch freigeben, ob sie es möchten oder nicht. Und dann können die mich gerne unterstützen. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Also ich habe da kein Problem mit. Und ja, ist halt so, ne? Nur damit ihr wisst, also ich habe nicht monetarisiert. So, gut, das Video ist jetzt so fertig. Was ich jetzt noch machen werde, nur dafür muss ich euch gerade mal kurz ausschließen. Das ist, ich möchte gerne noch eine Kleinigkeit zu Aequus Mortis einsprechen. Das heißt, ich stelle euch jetzt kurz auf Pause hier und werde euch danach, wenn ich das eingesprochen habe, nochmal mit einklinken, damit ihr dann nochmal kurz gucken könnt. Ach du Gott, ihr seid schon 1,5 Stunden mit mir hier dran. Ich danke euch, wenn ihr so lange durchgehalten habt. Finde ich ganz toll. Und ich finde, ja, Community ist alles. Wenn man die Zeit dazu hat, finde ich das immer schön. Und ich unterstütze auch immer sehr gerne, wenn ich die Zeit habe. Nur man hat halt nicht immer die Zeit. Es ist einfach so, ne? Viel Arbeit, viel Job, viel Stress, viel anderes nebenbei. Dann schreibe ich ja eigentlich noch an meinem Fantasy-Roman, meinem Wikinger-Fantasy-Roman. Stockt gerade auch ein bisschen, weil einfach die Zeit fehlt. Und ja, gut. Auf jeden Fall, ich stelle euch mal kurz auf Stopp und dann sehen wir uns jetzt gleich wieder. Pom, da bin ich wieder. Pum. Okay, so, ich habe jetzt ein bisschen was eingesprochen. Wie spricht man ein? Ihr seht schon, hier gibt es extra dieses, ja, Sprachaufnahmesymbol und dann drückt man einfach hier auf den hier und dann geht die Aufnahme los. Ist die Aufnahme gut, lässt man sie so, sonst löscht man sie wieder und macht eine neue. So, jetzt habe ich ein bisschen Aufnahme gemacht, bin hingegangen und habe hier schon ein bisschen leiser gemacht. Ja, wir hören mal rein. Okay, ich höre nichts.
Warum? Warum? Warum höre ich nichts? Okay, okay, das ist natürlich jetzt blöd. Warum hören wir denn hier nichts? Warum höre ich jetzt nichts? Maybe liegt das an meinem Aufnahmegerät. Das heißt, ich werde jetzt mal kurz, das muss ich jetzt gerade mal checken, mein Mikrofon ausstecken. Hier irgendwie an. I don't know, was hier los ist. Ich setz die jetzt mal hier oben hin. Vielleicht funktioniert es dann eher. Das muss ich jetzt nicht verstehen hier. Also die Aufnahme ist da, aber wir können sie uns gerade nicht zusammen anhören. Warum auch immer. Ich glaube, das liegt daran, dass ich den hier gekoppelt habe mit meinem Headset und mit dem ja, ganzen anderen Gedöns. Weil man sieht ja hier, da sind die Aufnahmen. Ich würde sagen, ich werde das Video jetzt rendern und werde es dann im Anschluss nach der Veröffentlichung, naja, wie machen wir es? Ja. Ich muss mir das jetzt mal angucken, wenn ich das Video gerendert habe. Wie auch immer. Ja, so ist das halt im Leben. Ne? Man kriegt nicht immer alles so hin, wie man sich das vorstellt. Wir machen jetzt hier noch gerade eine Überschrift hin, wo wir schon dabei sind. Überschriften kann man hier mit dem Tee machen. Ich habe heruntergeladene Überschriften, die ich schöner finde, wie hier die stinknormalen Überschriften. Am liebsten verwende ich momentan diese hier. Die setzt man dann einfach so dahin. Und dann kann man hier den Text ändern. Das machen wir jetzt gerade noch kurz. Mortis. Wie nenne ich das? Festung? Moment, ich gucke gerade. Aegus Mortis. Nennt sich totes Wasser. Totes Wasser. Eine der größten noch erhaltenen mittelalterlichen Festungsstädte. Ich mache das hier anders. Eine der größten wird klein geschrieben, Sabrina. So viel zu. So. Eine der größten mittelalterlichen Festungsstädte. Dann kann man das kleiner machen. Aegus Mortis kommt ein Bindestrich dazwischen. Die machen ja immer alles mit Bindestrich, die Franzosen, ne? Und dann mache ich hier noch in Klammern. Totes
Wasser. So, ihr Lieben, das habe ich euch dann noch gezeigt, wie das funktioniert. Ja, das sieht dann in dem Moment so aus. No? So, gut, ich werde das jetzt mal rendern und mir dann mal angucken, ja, was hier mit der Soundspur ist, ob er sie übernimmt oder nicht. Ich hoffe, die ist von der Lautstärke her gut im Gegenzug zu dem hier. Ich bin mir jetzt echt nicht sicher. Weil wenn ich dann babbel und ich mache das noch ein Ticken lauter, weil ich finde, die Ausschläge sind so knapp, wenn man hier sieht, wie hier die Ausschläge sind. Und dann hoffe ich mal, dass das so funktioniert. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß in der Community. Und ja, wenn ihr gerne öfters sowas gerne hättet, solche Premieren oder vielleicht sogar mal live. Ich weiß zwar nicht, ob das funktioniert mit dem ganzen Drumherum hier. Das müsste ich dann erstmal checken im, wie heißt das nochmal, das Programm? Ich komme gerade nicht drauf. Ich arbeite nicht so gern mit diesem Streaming-Programm. Ja, aber das können wir gerne mal ausprobieren, also wenn ihr das gerne hättet. Und ansonsten können wir ja auch mal so einen anderen Livestream machen. Sagt mir gerne, was ihr gerne von mir mal als Livestream sehen möchtet. Möchtet ihr einen Spielestream sehen? Einfach nur mal einen Bubble-Stream, dass wir uns einfach mal nur hinsetzen, ein bisschen Musik im Hintergrund und uns ein bisschen unterhalten. Oder möchtet ihr gern mehr technische, mehr Arbeitsvideos oder ja, erzählt es mir. Hat euch das gefallen hier? Ich hoffe es doch. Dann gebt mir sehr gerne einen Daumen hoch und ja, bis bald. Ciao! Und...